Moin mal Leute, heute geht es weiter mit Two Point Hospital. Jawohl. So, und hier sind wir nämlich wieder in unserer neuen Praxis. Ja, ihr seht schon, wir haben hier richtig viele Anfragen. Wir müssen erstmal gucken. Also, Diagnosebeschluss. Diagnosebeschluss. Eine unserer Patientinnen, Honey Beefs, hat all unser Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 79% sicher. Wie können Sie bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind? Das Risiko einer Behandlung eingehen oder sie nach Hause schicken. Was möchtest du tun? Patienten bitten zu warten. So, Weiterbildung benötigt. Jemina Sparrow hat im Beruf viel Erfahrung gesammelt. Sie kann zur Nachwuchsschwester befördert werden, sobald sie die benötigte Weiterbildung abgeschlossen hat. Eine bessere Qualifikation wird ihre Fähigkeit verbessern. Aktuelle Ausbildung, diese Beförderung von Rang, Pflegeschülerin zur Nachwuchsschwester. So. Momentan sind 5 weitere Mitarbeiter für eine Weiterbildung bereit. Dann lasst uns die doch jetzt weiterbilden. Ich würde ihr gerne die Stationsverwaltung geben. Und verfügbare Ausbilder haben wir sogar mal einen im Haus. Das ist ja schön. Den nehmen wir dann und dann starten wir einfach mal den Kurs. Und jetzt weiter. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Nach Ihrem Besuch in unserem Krankenhaus wurden uns aus dem Büro von Tabitha Winstock folgende Nachricht zugestellt. Vielen Dank, dass Sie in dieser frohen, schwierigen Zeit Bürgermeisterin Tabitha Winstock durch den freundlichen Empfang in ihrem Zuhause an ihrem Arbeitsplatz unterstützt haben. Wir wünschen einen schönen Tag und nicht vergessen, Winstock wählen. Winstock, okay. Gut, das wissen wir. Dann ist das auch durch. Keith M.R. Creel Krankenpfleger. Sehr gut, wir haben den Wunsch von Graves erfolgreich erfüllt. Herausforderung erreicht Stufe 4 im Zimmer, Station. Zeitbegrenzung 128 Tage, Belohnung 25%. Zufriedenheit? Jawoll. Beförderung soll von Medizinstudenten zur Assistenzärztin. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, wir haben's. Diagnosebeschluss. Eine unserer Patientinnen, Polly Angenehm, hat all unser Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns aber nur 77%. Ja, dann bitten wir sie auch zu warten. Oh, ich glaube, wir brauchen noch einen Krankenpfleger. Ich glaube, dann nehmen wir Cole Dolly Katzenborn. Lustig, vergisst nie ihre Jacke. Das ist ja schon mal eine gute Einstellung. So, dann haben wir da auch jemanden. Oh Gott, wir brauchen... Huch, Hilfe, wir haben zu wenig Krankenpfleger. Dann brauchen wir noch einen zweiten direkt. Wie wäre es mit dir, Cole? Inspiriert positiv Teilzeit Wohnzimmerturnerin. Okay. So, wir müssen weitere Diagnosezimmer bauen. Ich glaube, eine Allgemeindiagnose ist null vorhanden. Steht da auch. Sehr gut. So, genau. Das ist nämlich unser zweiter Krankenhausflügel, den wir hier haben. Ein ganz schöner Flügel, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Leider ist er noch zu leer. Und ich würde gerne hier einen dritten... Oh, bilde den dritten weiter. Oh, sehr gut. Nein! Nein, es ist jemand gestorben! Nein. Okay. Da müssen wir uns jetzt wirklich drum kümmern. So, das brauchen wir. Das brauchen wir. Brauchen wir Süßigkeitsspender? Nee, brauchen wir nicht. Da eine Pflanze. Da eine Pflanze. Was noch? Was noch? So, genau, dieser Poster-Sehtest. Kann sie einen Sehtest machen. Und, oh mein Gott, den Arzneischrank und die Kaffeemaschine. Die will ich haben. Oh, aber wir haben keine Cars mehr. Naja, Stufe 3, dann ist das in Ordnung. So, aber wir haben natürlich keinen Krankenpfleger. Okay, da kommt Krankenpfleger 1. Okay, wir brauchen noch einen Krankenpfleger. Dann stellen wir doch Angelina M.A. Creel. Oh, das ist die Frau von ihm, ne? Reizbar, arbeitet für ein Apfel und ein Ei. Ihre Komplimente klingen unfichtig. Okay. Fichtig, okay. Wo sind unsere Ärzte?
Wie, wir haben keine Ärzte? Das kann doch nicht sein. Okay, ich stelle mir noch Ärzte ein. So. Okay, ja, dann stellen wir einfach die beiden ein. Oder brauchen wir noch einen? Oh, Beförderung. Per Bildärztin kann jetzt zum nächsten Rang gefördert werden, zur Fachärztin. Von 29 zu 33 machen wir von 29 zu 30. Nein, zu 30, 200. Befördern. Und Assistenzarzt zu Arzt, 20 zu 22, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, weil die beide so lieb waren. Und wieder meine Zimmerstörer. Warum schließe ich nicht ab? Bin ich zu unfähig dafür? Das ist traurig. Wo ist der Psychologe eigentlich? Hallo? Psychische Unter... Oh nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, sind das viele Menschen. Oh mein Gott, sind das viele Menschen. Okay, wir bauen einfach mal... Wir bauen einfach mal noch eine Kardiologie. Die könnten wir ja dorthin setzen. So, machen wir hier eine Tür. Und ein Laufband. Und ein Wandmonitor. Warum kann ich den eigentlich nicht da überhängen? Da kommt ja nichts mehr hin. Das verstehe ich nicht. Egal. So. So. Ein Abfalleimer. In welche Ecke kann der? Dahin kann der. Oh, so voll. Aktenschrank. Desinfektions... Oh, ja! Geschätzter Krankenhausleiter. Ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Du hast langsam den Dreh raus. Wie ich sehe und zeigst, dass du Mitarbeiter auch intern fördern kannst. Dies ist ja schrecklich vielversprechend, also vielmehr schrecklich. Bleibe noch ein Weilchen, um die unerfahrene Belegschaft weiter zu befördern. Oder mach dich auf in neue Gefilde im frostigen Norden. Oh, Bildklaunerei. Aufnahme ist wohl ein neues Zimmer. Zwei Krankenhaus, einmal die Mitten University und Tumble. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarik Foxbridge, Gesundheitsminister. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal fort. Aufnahme freigeschaltet. Jawohl, ein neuer Raum. Das finde ich ja mal ganz cool. Ich bin schon richtig gespannt. Da bin ich richtig wuschig. Was? Wuschig? Hä? Nein, da freue ich mich natürlich. Da freue ich mich. So. Zack. Und wir brauchen noch eine Uhr. Zack. Sehr gut. Fertig. Kardiologie. So, jetzt müssen wir mal nachgucken. Dum, 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 dum. So, wie kann ich euch denn helfen? Eine Aufnahme. Hier können sich Patienten nach ihrer Ankunft im Krankenhaus anmelden. Jede Reise muss irgendwo ihren Anfang nehmen. Hä? Aber... Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Können wir mal ausprobieren. Moment. Wir bauen hier einfach mal eine Ankunft. Ein bisschen groß. Eine 3x3 Ankunft. Okay, eine Klappe. Aufnahmestation hier empfangen. Die empfangen hier entlang. Okay. Ach, dann kann man hier... Ach, hier kann man eine mehrere hinmachen. Hallo, wie können wir Ihnen helfen? Mini-Aktenschrank. Zack. Dort. Ein Abfalleimer. Passt der hier irgendwo noch hin? Zack. Ach nee, da ist ja der Aktenschrank. Okay. So. So, für den Praktikanten gibt es dann hier noch einen Stuhl. Zack, okay. Ach so. Ach, dann braucht man den Tisch da nicht. Okay. Moment, dann müssen wir das wieder abreißen, verkaufen. Ja. So, verkaufen. Excuse me. Ich müsste hier einmal hin.
Wir brauchen eine Aufnahme und Patient. Ah ja, okay. So, nee, einstellen Zimmer. Dann stopp. Oh, okay, nochmal. Okay. Also. Zack, 4x4. Dann kommt dort eine Klappe. Ungültige Eckplatzierung. Ich glaube aber fast, dass wir das hier wegnehmen müssen. Oh, okay. Moment, wir machen es anders. So. Okay, und jetzt machen wir sie wieder größer. Jetzt machen wir sie hier hinten. Hier ist kein Platz. Oh, das wird so eng. Oh mein Gott. Okay. Zack. Zack. Okay. Und jetzt ein Mini-Aktenschrank. Ach ja, Mini-Aktenschrank. So. Eine Pflanze. Oh Gott, dort auch eine Pflanze. Und oh Gott, ein Stuhl. Zack. So, ich glaube, das ist in Ordnung. So, dann gibt es mich so. Was geht um die 2? Ah, okay. Okay. Jetzt sehe ich's. Können wir ja umplatzieren. So. Oh Gott. Oh Gott, das passt ja alles nicht hin. Okay, wir drehen mal ein bisschen. Ich muss ja immer überall jetzt mal gucken, wo das hinpasst und wo nicht. So. Okay, das passt dahin. Und der Mülleimer kann ich weg. So, dann muss da eine zweite Bank hin. Oh Gott. So, und dann wir drehen das einfach mal alles. Dann machen wir so ein bisschen. Dann passen wir es jetzt einfach mal ein bisschen den Gegebenheiten an. Wo soll diese Pflanze hin? Wo soll diese Pflanze hin? Moment, machen wir doch eine dorthin und eine dorthin. So, okay. Dann können wir den mit der neuen mit dem Mann anfangen. Hui! Anfangen. Und ich würde sagen, wir stellen mal noch einen. Oh Gott, wir haben nur einen Assistent. Joey Pfützer verbessert die Aufnahmen und Kompetenz. Das ist gut. Von Kundenbetreuung. Sehr gut. Setz dich bitte an den Tisch und ich glaube, wir stellen direkt noch einen dritten Menschen dafür ein. Oh Gott, dann müssen wir gleich mal nachlesen, was da alles los ist. Hilfe. Okay. Natalie. Lustig. Mehr Zeltas als Sekt. Okay. Interessant. Orlak. Hofalump, oh Gott. Charmant, freut sich auf unerwartete Wendung. Okay. So, Beförderung. Von der Pflegeschülerin zur Nachwuchsschwester von 13 zu 14. Okay. Genehmigt. Nächster Rang befördert werden. Ach, müssen wir ja sowieso von unser. Genehmigt. Weiterbildung. Ach herrje, 6 Leute. Medizinstudentin. Okay, dann bilden wir dich weiter. Was möchtest du denn machen? Weiterbildung. Nimm doch das. Verfügbare Ausbilder. Autsch. Teuer. Pambild. Pambild hat eine Bitte. Was meinst du? School of Medicine may soon be able to practice on actual living people. Any budding doctors should remember that gluing heads back on to accidentally decapitated patients is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. It's easy to get lost around tumble, and it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of Two Point County. Or at least people with good health coverage.
The rest of us will have to make do with a postcard. Und da verabschiedete sich mein Rechner von mir, beziehungsweise nicht mein Rechner, sondern mein Spiel. Ja, das ist nicht so toll. Aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wir gehen einfach mal schnell wieder ins Spiel rein. Und ich hoffe, es ist nichts verloren gegangen. Schlimm, so. Doch, ist es. Schade. Gut, dann werden wir das jetzt hier nochmal schnell neu machen. Sowas dauert ja echt nicht lange. Dum, bum. Bam, bam. So, hier muss eine hin. Und die drehen wir. Da muss nämlich auch eine hin. Wir bauen hier nämlich jetzt unsere Krankenstation nochmal hin. Also nicht unsere Station, sondern unsere Aufnahme. Die verschwand ja leider tragischerweise. So schade, aber ja, da kann man nichts machen. Zack. Und zack. Den müssen wir einmal verschieben. Und auch. Oh, nein, das passt nicht. Moment. Excuse me? Lass mich da mal ran. So. So, darüber. Und jetzt kommt das hier hin. Zack. So, wir haben nämlich. Nein, haben wir nicht. Wo ist die? Was? Wo ist das? Haben wir noch keine. Oha. Keinen Empfang haben wir freigeschaltet. Das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal den Empfang, die Aufnahmen wieder nehmen. Aber ich baue das schon mal so um. Ihr habt es ja eben schon gesehen. Deswegen ist das nicht so schlimm. So. So, dann lassen wir einfach mal weiterlaufen. Die müssten wir dann ja gleich freischalten. Oh mein Gott. Das sind Kakerlaken. Ekelhaft. Oder Würmer. Befördern! Jeremiah Sparrow, Pflegeschülerin, kann zunächst dran befördert werden. Nachwuchsschwester. 14 zu 16, okay. Ach so, dann müssen wir vielleicht noch ein Zimmer bauen. Das kann natürlich sein. Wir brauchen noch. Was brauchen wir denn noch? Ich guck grad. Ich glaube, so ein drittes Ärztezimmer wäre ganz gut, oder? Ja, so ein drittes Ärztezimmer. Ach so, so ein viertes Ärztezimmer wäre, glaube ich, noch ganz gut. Ach, hier ist die Aufnahme. Guckt mal, die habe ich übersehen. Okay, dann stoppen wir nochmal. Ich werde das einmal noch verkaufen. Und dann ziehe ich hier einfach mal unsere neue Station. Ja, unsere neue Station lang. Ach, die neue Aufnahme. Guten Tag, wie können wir Ihnen helfen bei Two Point County Hospital? So. Moment. Zack. Sehr gut. Das sieht noch ein bisschen groß aus. Kann ich das irgendwie noch verkürzen? Zack. Okay, machen wir mal kurz weg. Ach. Lass mich das doch einfach mal kurz da hinsetzen. Zack. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und dann kommt hier jeweils links und rechts eine Pflanze hin. Sehr gut. So, Abfalleimer noch rein. Ein Mini-Aktenschrank. Und dann haben wir schon Prestige Stufe 2. Sehr. Oh, Blumen und Radiogerät. Radio bietet direkten Zugriff auf alle fragwürdigen Radioprogramme. Das finde ich gut, den nehmen wir. Dann haben wir hier auch mal vernünftige Musik. Spendendose. Und das finde ich auch gut, ja. Spendendose, das wäre schon was. Da kommt eine Spendendose und ein Drucker. Mini-Heizkörper. Ich glaube, es wird hier demnächst kalt. Das ist nicht gut. So, ein Drucker. Stellen wir mal dorthin. So, und dann ist das erstmal durch. Tada! Neue Aufnahme. Hui! Und uns. Okay, ich glaube, wir brauchen nochmal eine Entlastung. Oh Gott, wir haben nur eine Assistenz. Nehmen wir auch Joey Fitze nochmal. Zack. Dann haben wir hier mal eine schöne Aufnahme. Die ist echt schön, die Aufnahme. Die ist echt schön geworden. Ach ja, das ist schon schön. So, aber nachdem wir das jetzt aufs Neue gemacht haben, sind wir auch durch für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bestimmt
morgen wieder, wenn es dann ums 2-Sterne-Krankenhaus geht. Und bis dahin, oh Gott, so viele Menschen. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.